بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute inshallah weitermachen mit der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir hatten in unserem letzten Unterricht über dieses gewaltige Ereignis des Al-Isra und Al-Mi'raj sehr ausführlich gesprochen gehabt. Sicherlich hätten wir noch mehr ins Detail gehen können, aber die Zeit war schon überzogen gewesen. Und wir haben die wichtigsten Grundzüge dieses Ereignisses wiedergegeben und auch einige wichtige Lehren aus diesem Ereignis gezogen gehabt. Und dieses Ereignis, das Al-Isra al-Mi'raj, welches nach dem 10. Jahr nach der Bi'tha stattgefunden hat, das heißt nach dem 10. Jahr nach der Berufung Muhammad zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und entweder dann im 11., und da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, wann genau im 11. Jahr nach der Hijra, nach der Bi'tha, oder im 10. nach der Bi'tha, da gibt es Meinungsverschiedenheiten, wie viele Monate vor der Hijra. Dieses Ereignis ist ein Ereignis gewesen, was eine neue Phase in der Da'wa eingeleitet hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er befindet sich in Mekka. In Mekka wird er nicht akzeptiert. Er wird verfolgt, seine Anhänger werden unterdrückt. Er muss nach Unterstützung außerhalb Mekka suchen. Und Al-Isra und Al-Mi'raj haben unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt, dass die Welt viel, viel größer ist als nur Mekka. Und deswegen zunächst erst einmal seine Reise nach Jerusalem und von Jerusalem dann ins Universum. Und kennt ihr diese Dokus, oder was heißt Dokus, sind auch manchmal Interviews, erst vor ein paar Monaten gab es ein Interview mit einem deutschen Astronauten und da wird immer eine Frage gestellt, der war im Weltall gewesen und ist jetzt schon wieder auf der Erde zurück, kurz vor, also Ende des Jahres ist er wieder auf die Erde zurückgekehrt und immer wieder stellen Journalisten, Astronauten, die sich im Weltall befinden, eine Frage. Und zwar, wie sieht du eigentlich als Astronaut, der jetzt die Welt von oben sieht, die Probleme auf dieser Welt? Und häufig, also die Antwort, die ich zumindest gehört habe bei ihm und ich glaube bei einem anderen Interview auch, ist, dass wenn man dort oben ist, man das Gefühl hat, dass sich die Menschen um Dinge streiten, um die man sich eigentlich gar nicht streiten sollte, und dass man eigentlich viel leichtere Lösungen finden könnte und die Probleme eigentlich viel, viel kleiner sind, als sie dann hier auf dieser Erde gehandhabt werden. Allah subhanahu wa ta'ala hat unseren Propheten aus dem Weit weggenommen, um ihn aufzuzeigen, es beginnt jetzt eine neue Phase. Mach dir keine Sorge, wenn es in Mekka nicht geht, es wird woanders gehen. Wenn es in Mekka nicht geht, dann wird es woanders gehen. Allah subhanahu wa ta'ala gehört die Erde, die er vererbt an jene Diener, welche fromm sind. Ardullahi wasi'a. Allahs Erde ist riesig und gewaltig. Wenn es an einem Ort nicht klappt, dann versucht man es eben an einem anderen Ort. Und das war die Einleitung gewesen, eine neue Phase. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte schon relativ früh angefangen, nach Unterstützung außerhalb des Mekka zu suchen. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo sich die Quraysh öffentlich gegen seine Botschaft gestellt hatten. Und zwar ab dem 4. Jahr nach seiner Berufung zum Propheten, nach der Bi'tha. Die ganze Zeit hat er immer wieder versucht, mit einzelnen Stämmen, gerade auch bei der Hajj, wenn die Stämme nach Mekka kamen, um die Hajj zu vollziehen, in der vorislamischen Zeit, hat er immer wieder versucht, mit Einzelnen Kontakt aufzunehmen. Wer war ihm aber immer hinterher gewesen? Abu Lahab, sein Onkel, der immer wieder sagte, hört nicht auf diesen Mann, das ist ein Hochstapler, das ist ein Lügner, das ist ein Zauberer. Er warnte sie. Und wir hatten, glaube ich, schon die Geschichte von Al-Tufayl ibn Amr al-Dawsi gesprochen,
dieser bekannte Dichter, der nach Mekka kam, und er wurde empfangen von den Mekkanern und sie haben ihn auch gleichzeitig abgefangen. In dem Sinne, dass sie ihn warnen wollten vor Mohammeds Botschaft. Und sie sagten, hier in Mekka befindet sich ein Magier, ein Zauberer, der die Menschen mit seinen Worten verzaubert. Und sie machten ihm so starke Angst, dass er sich Watte nahm, Baumwolle, Watte war damals wahrscheinlich aus Baumwolle gewesen, und sich in die Ohren tat, während er um die Kaaba lief. Und dann sah er, wie Mohammed vor der Kaaba war und dort predigte und überlegte sich, ich bin ein kluger Mann. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin ein Dichter. Ich kenne die guten Worte und die schlechten Worte und ich kann zwischen ihnen unterscheiden. Ich gehe einfach zu ihm, höre mir es an. Wenn es gut ist, dann okay, wenn nicht, dann lehne ich es ab. Und genau dies tat er und er hörte die Worte unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und er wurde Muslim. Und hat sogar sein Volk zum Islam eingeladen und sie kamen dann später ja, nach Mekka und haben den Islam angenommen. Und da sehen wir, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat schon relativ früh angefangen, auch außerhalb von Mekka zu suchen. Und wir hatten über At-Ta'if gesprochen, dass er sogar hinausgegangen ist und wie schlimm das für ihn gewesen war. Und jetzt nach dem Al-Isra und Mi'raj hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam weitergesucht. Manche Gelehrte haben 15 verschiedene Stämme genannt, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam während der Hajj-Saison dann aufsuchte. Und zwar wo? In Mina. Da, wo sich die Stämme während der Hajj aufgehalten haben. Auf den Märkten. Suq Uqav in der Nähe von Mekka, Mijinna, das waren Märkte gewesen, ja, um Mekka herum. Er suchte sie auf und er sprach mit ihnen. Und er suchte auch die richtigen Zeiten aus, weil er wusste, dass die Quraysh ihm hinterher ist und dass sie ihn nicht in Ruhe lassen werden. Und er ging auch nicht immer alleine, sallallahu alaihi wasallam. Mal war Abu Bakr bei ihm gewesen und Abu Bakr spielt eine wichtige Rolle, weil Abu Bakr war eine Nassabe gewesen. Ein Nasab ist jemand, der sich sehr, sehr gut auskennt mit dem Nasab. Und was ist der Nasab? Die Abstammung. Er wusste ganz genau, welcher Stamm, ja, welche Abstammung hat, ja, wie sie heißen, wie ihre Vorväter heißen. Und somit konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann zu ihnen gehen und sie direkt ansprechen. Und er wusste Bescheid über sie. Wer ebenfalls immer wieder mit ihm war, war Ali ibn Abi Talib gewesen, radiyallahu anhu arda. Also unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er nahm auch immer wieder Vertrauenspersonen mit sich, welche dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die unterschiedlichsten Stämme aufsuchten. Aber die meisten lehnten den Propheten ab. Eigentlich alle. Mit Ausnahme eines kleinen Stammes, über den wir gleich sprechen werden, inshallah. Manche waren unverschämt gewesen, ähnlich wie die Leute in At-Ta'if. Aber manche waren auch ehrlich gewesen und sogar höflich gewesen. Ja, zeigten sogar Verständnis für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber sagten ihm ganz klar, dass sie ihn nicht unterstützen können. Nehmen wir zwei Beispiele, insha'Allah ta'ala. Einmal das Beispiel der Banu Amir. Ein Stamm, der heißt Banu Amir. Und zwar unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ging mit Abu Bakr as-Siddiq zu den Banu Amir. Das war ein großer Stamm gewesen, der auch viele Kämpfe hatte. Und auf jeden Fall stellte dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich vor und er stellte den Islam vor und sie stellten ihm dann eine Frage. Und zwar sagten sie zu ihm, nachdem sie ihm gut zugehört hatten, أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك. Was sagst du? Nehmen wir mal an, wir unterstützen dich. Und wir befolgen dich. Und dann wird Allah Ta'ala dich zum Erfolg führen gegenüber denjenigen, welche sich gegen dich gestellt haben. أَيَكُونُ لَنَا الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِكَ. Werden wir dann
Danach, die Angelegenheit, oder nach dir, nach deinem Tode, die Angelegenheit erhalten, also mit anderen Worten, werden wir dann die Herrscher sein. Wir müssen ja irgendwie was zurückbekommen. Ich meine, sie wussten ganz genau, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam ist nicht irgendjemand. Das ist eine Botschaft, die gefährlich ist. Eine Botschaft, mit der man sehr, sehr viel erreichen kann. Und deswegen einer von ihnen, der hieß Buhayra ibn Firas, er sagte, Wallahi, law anni akhaftu hadha al-fata, la akaltu bihi al-arab. Bei Allah würde ich diesen jungen Burschen, diesen jungen Mann, ja, er ist ja nicht mehr so jung gewesen, Sallallahu Alaihi Wasallam, aber würde ich diesen jungen Mann, er hat ihn jung gelernt, wahrscheinlich war er älter gewesen als er, würde ich ihn nehmen, dann würde ich mit ihm die Araber essen. Also mit anderen Worten, dann würde ich die sozusagen mir zu einer kleinen Mahlzeit machen. Also ich würde der Herrscher über die arabische Halbinsel werden. Er hat gesehen, Mohammed Sallallahu Alaihi war nicht irgendjemand gewesen. Er hatte Überzeugungskraft. Die Worte, die er predigte, das waren nicht normale Worte gewesen. Und dann fragten sie, würden wir dann die Macht bekommen nach dir? Wenn unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wie es häufig Orientalisten behauptet haben, ein Opportunist gewesen wäre, dem es nur um was geht, nur um Materielles, dem es nur um Macht im diesseitigen Leben geht, was hätte er getan? Er hätte sofort seine Hand ausgestreckt. Es war nicht eine kleine Kabile, ein kleiner Stamm gewesen, es war ein großer Stamm. Gerade in dieser Situation, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam jede Unterstützung brauchte und auf sie angewiesen war. Aber der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam blieb ehrlich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein Da'iya muss ehrlich sein. Er darf den Menschen keine falschen Hoffnungen machen. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er sagte, Al-Amru Lillah. Die Angelegenheit gehört Allah. يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ. Die er hinlegt, wo er möchte. Also die er übergibt, wem er möchte. Also die Macht liegt in der Hand Allahs und nicht in der Hand Mohammeds oder irgendeines anderen Menschen. Woraufhin sie dann zu ihm sagten, und sie waren auch ehrlich gewesen, أَفَنَهْتِفُ نُحُورَنَا لِلْعَرَبِ دُونَكَ. Sollen wir etwa unsere Hälse den, sozusagen für dich, ja, den Arabern ausstrecken, ja, also mit anderen Worten unser Leben aufs Spiel setzen? فَإِذَا أَظْهَرَكَ اللَّهُ كَانَ الْأَمْرُ لِغَيْرِنَا. Und dann, wenn Allah Ta'ala dich zum Vorschein kommen lässt, also dich zum Sieg führt, dann wird die Angelegenheit jemandem anderen gehören. لَا حَاجَةَ لَنَا بِأَمْرِكَ. Wir brauchen dich nicht. So jemanden wie du brauchen wir nicht. Aber so jemanden wie sie braucht auch Allah nicht. Das ist die Sache, sie haben verloren. Und deswegen wird überliefert, dass Subhanallah, wie gesagt, einer dann von ihnen, das war bei der anderen Geschichte gewesen. Also, das zeigt erstens, unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat direkt mit den Leuten gesprochen. Und ganz, ganz wichtig, er ist ehrlich gewesen. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines Da'is, ehrlich. Und wir werden das heute noch sehen bei der Bay'at al-Aqaba, der ersten und der zweiten, gerade bei der zweiten, diese Huldigung, wo der Treueeid geschworen wurde. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist aufrichtig und ehrlich gegenüber den Menschen gewesen, mit denen er zu tun hat. Er hat ihnen keine falschen Hoffnungen gemacht. Er hat ihnen aufgezeigt, derjenige, der diesen Weg gehen möchte, der muss opfern. Das ist einfach so. Wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du materiell nicht profitieren. Es kann sein, dass du irgendwann einmal vielleicht sogar davon profitierst, das mag sein. Aber erst einmal geht es darum, dass du opferst. Das Einzige, was ich dir versprechen kann, ist was? Dass wenn du diesen Weg gehst und aufrichtig dabei bist, dass Allah dir deine Sünden vergeben wird und dich das Paradies betreten lässt. Das ist das Einzige, was ich dir versprechen kann. Aber ich kann dir nichts vom diesseitigen Leben versprechen. Und das muss einem jeden daher klar sein. Einem jedem. Jeder, der etwas für diese Religion tut, dem muss klar sein, dass er damit nur nach einer Sache strebt. Und zwar das Wohlgefallen Allahs. Nach nichts anderem. Und du kannst diese Absicht nicht teilen. Weil diese Absicht lässt sich nicht teilen. Weil Allah lässt sich nicht teilen. Allah lässt sich nicht teilen. Entweder tust du es für Allah oder du tust es nicht für Allah. Aber zu sagen, ich mache es für Allah und für etwas anderes, funktioniert nicht. Das zweite Beispiel.
Und zwar mit dem Banu Shayban. Und die Banu Shayban sind sehr, sehr höflich gewesen gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie hatten auch ein Ohr für ihn. Ja, sie waren sogar überzeugt gewesen von dem, was er sagt. Aber gleichzeitig waren sie auch ehrlich. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist genauso ehrlich gewesen, wie sie es gewesen sind. Sie haben ihm sogar ein Angebot gemacht. Aber er war ehrlich zu ihnen gewesen, sallallahu alaihi wasallam. Und zwar war diesmal Ali ibn Abi Talib dabei gewesen, sein Begleiter, sallallahu alaihi wasallam. Und sie gingen dann zu einer Sitzung von den Banu Shayban. Und es gab da einen Mann, der hieß Mafruq. Der hieß Mafruq. Und Mafruq war anscheinend ein sehr, sehr angesehener Mann gewesen. Also er wird beschrieben mit zwei Zöpfen, ja, die sozusagen nach hinten hingen. Und eine sehr, sehr starke Ausstrahlung hatte und Charisma und ein sehr, sehr intelligenter Mann war, der auch ein Dichter gewesen war. Und auf jeden Fall kam es dann zum Gespräch, werde ich das gesamte Gespräch übersetzen, weil wir die Zeit dafür nicht haben. Aber am Ende fragten sie ihn, oder fragte Mafruq den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ilam tad'una ya akha Quraysh, wozu lädst du uns eigentlich ein? Was ist deine Botschaft? Wir wollen ganz genau deine Botschaft wissen. Was ist deine Botschaft? Der Prophet antwortete direkt. Ad'ukum, man lernt sehr, sehr viel daraus, wie der Prophet geantwortet hat. Ad'ukum ila shahadati an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ich rufe euch dazu auf, zu bezeugen, dass es keinen gibt außer Allah. Er ist allein, hat keinen Partner. Wa anni 'abdullahi wa rasuluhu, dass ich der Diener Gottes bin und sein Gesandter. وَإِلَىٰ أَن تُؤُونِي وَتَنْصُرُونِي, und dass ihr mich bei euch aufnehmt und mich unterstützt. فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَى اللَّهِ, weil sich Quraysh gegen Allah gestellt hat. وَكَذَّبَتْ رَسُولَهُ, und seinen Gesandten verleugnet hat. وَاسْتَغْنَتْ بِالْبَاطِلِ عَنِ الْحَقِّ, und sich mit der Unwahrheit gegen die Wahrheit gestellt hat. وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, Allah ist der Unbedürftige, der Lobenswürdige. Und dann fragte Mafruq ihn, und wozu legst du uns noch ein? Was ist noch deine Botschaft? Woraufhin? Und dann sagt er, فَوَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ كَلَامًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا, weil bei Allah, ich habe noch nie schönere Worte als diese Worte gehört. Woraufhin der Prophet, und das macht er immer wieder, einfach nur den Koran rezitierte. Und er rezitierte in diesem Fall Verse aus Surat Al-An'am, wo es um die Grundlagen dieser Botschaft geht. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, sprich, kommt, ich verkünde euch und lese euch vor, was euer Herr euch verboten hat. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, dass ihr ihm nichts beigesellt. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, und dass ihr Güte gegenüber euren Eltern zeigt. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, und tötet eure Kinder nicht aus Hungersangst oder aus Armut. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, wir werden sie versorgen und euch. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, und nähert euch nicht den Schändlichkeiten, was öffentlich ist und was versteckt ist. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, und tötet nicht die Seele, welche Allah verboten hat zu töten, außer mit Recht. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, dies ist es, was er euch anbefohlen hat, auf das ihr nachdenken mögt. Als er diese Worte hörte, sagte Mafruq, da'auta wallahi ila makarim al-akhlaq, du lädst die Menschen zu guten Charaktereigenschaften ein, wa mahasin al-a'mal, und guten Taten. Wa laqad afika qaumun kadhabuk, und ein Volk, was dich verleugnet, hat eine Lüge ersonnen. Wa zaharu alayk, und die sich gegen dich gestellt haben. Und dann ging es weiter. Am Ende, das ist das Wichtige, waren sie ehrlich zu ihm gewesen. Und sie sagten, wir sind gekommen. Wir können nicht für unser ganzes Volk entscheiden. Zumal wir an der Grenze zum Persischen Reich leben. Und wir haben Abkommen mit den Persern, die wir nicht einfach so auflösen können. Und sollten wir jetzt eine Religion annehmen, die sowas von explosiv ist wie deine Religion,
die sowas von eine so starke und klare Botschaft hat wie deine Religion, dann werden wir in einen Konflikt geraten mit den Persern und dazu haben wir nicht die Kraft. Wie antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte: Ma asa'tum farrat. Ihr habt keine schlechte Antwort gegeben. Also ihr habt gut geantwortet und höflich. Ihr afsahtum bis-sidq, weil ihr nämlich die Wahrheit gesprochen habt. Wa inna din Allahi 'azza wa jalla lan yansurahu illa man haatahu min jami'i jawanibi. Oh, wie wichtig diese Worte sind. Aber die Religion Allahs wird nur dann jemand unterstützen, der bereit ist, sie von allen Seiten zu nehmen. Man haatahu min jami'i jawanibi. Der bereit ist, sie von allen Seiten zu beschützen, nicht von nur einer Seite, sondern von allen Seiten. أرأيتم إن لم تلبثوا قليلا حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم. Was meint ihr, wenn es nicht mal lange dauern wird, bis Allah Ta'ala euch ihr Land und ihre Wohnstätten und ihre Frauen, يفرشكم نساءهم, also weil sie sozusagen damals versklavt wurden in Kriegen, ja, zur Verfügung stellt? Also im Grunde genommen, ihr sie erbt und ihr an ihrer Stelle dort sein werdet und sie Muslime werden? Das sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam an welcher Stelle? Wo er gerade auf der Suche ist nach jemandem, den ihn unterstützt. Es ist dieser Yaqin gewesen. Es ist diese Gewissheit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen, dass Allah ihn nicht im Stich lassen wird. Er wusste, dass sich das ändern wird. Er hat es mit eigenen Augen gesehen beim Isra und Mi'raj. Und dementsprechend hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam keine Zweifel. Er hatte keine Zweifel daran, dass eines Tages die Unterstützung Allahs kommen wird. Und er sagte es ihnen. In diesem Moment konnten sie es natürlich nicht glauben, oder vielleicht haben sie es geglaubt, aber sie konnten trotzdem nichts machen. Und am Ende sagte dann einer von ihnen: Allahumma falaka dhak. O Allah, so soll dies auch so sein für dich. Also mit anderen Worten: Wir können dir leider nicht helfen. Wenn es so ist, dann wird es so kommen. Und interessant ist, dass dieses Volk, die Banu Amr, dann in der Zeit von Abu Bakr as-Siddiq, subhanallah, diejenigen waren, welche an vorderster Front gegen das Persische Reich gekämpft haben. Und sie sind Muslime geworden, subhanallah. Sie sind Muslime geworden und sie haben an vorderster Front mit den Muslimen gemeinsam gekämpft, subhanallah. Aber Jahre später, subhanallah, das waren die Banu Amr gewesen. Also unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, er hat es mit allen versucht, aber er hat noch nicht die richtigen gefunden. Weil er brauchte Leute, die selbstlos sind, die bereit sind, ohne Wenn und Aber, sich ihm anzuschließen. Nicht mit Bedingungen. Weil es geht jetzt hier um die Gründung einer neuen Gesellschaft. Und an dieser Gesellschaft müssen Menschen beteiligt sein, die bereit sind zu opfern und zu geben, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Die altruistisch sind, die selbstlos sind. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Und sie bevorzugen andere gegenüber sich selbst, selbst wenn sie dadurch weniger bekommen und weniger haben. Und mit wem beschreibt Allah Ta'ala? Wer wird mit diesen Worten beschrieben im Koran? Wer wird mit diesen Worten beschrieben im Koran? Die Ansar. Die Leute, welche in Medina gelebt haben, wie wir gleich noch sehen werden, inshallah ta'ala. Das sind Leute, selbstlose Menschen. Und diese selbstlosen Menschen, die kommen gleich. Bevor wir aber auf die erste Begegnung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Leuten aus Yathrib, das ist der Name Medinas, bevor Medina in Medina umgewandelt wurde, mit Leuten aus Yathrib in Kontakt kam, möchte ich noch den Islam von zwei Personen, die Konversion zum Islam von zwei Personen wiedergeben. Und zwar, auch wenn einzelne Stämme oder die meisten Stämme sich gegen den Propheten gestellt haben, so gab es einzelne Leute, auch von diesen Stämmen, die den Propheten abgelehnt haben, welche den Islam angenommen haben. Einer derjenigen, der den Islam angenommen hat, ist Suwaid ibn al-Samit gewesen. Suwaid ibn al-Samit. Und zwar
kam Suwaid ibn Samit nach Mekka, um die Hajj oder die Umrah zu vollziehen. Und Suwaid ibn Samit war sehr angesehen gewesen. Und er wurde von seinem Volk als Al-Kamil, der Vollkommene, bezeichnet. Und er war jemand, der sich mit Dichtkunst auskannte, der eine gute Abstammung hatte, also jemand, der wirklich Ansehen hatte. Und auf jeden Fall hörte er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und er traf sich mit ihm, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann sozusagen erstmal sich mit ihm unterhielt und Suwaid fragte dann den Propheten, ja, fa'ala alla alladhi ma'ak mithla alladhi ma'i. Ah. Vielleicht ist das, was du hast, also Suwaid sagte das zum Propheten, genauso gut wie das, was ich habe. Was hat er denn gehabt? Und zwar fragte ein Prophet ihn, was hast du denn? وَمَا الَّذِي مَعَكْ? Woraufhin er sagte, مَجَلَّتْ لُقْمَان, in einer anderen Version, حِكْبَتْ لُقْمَان. Ich habe die Schriften von Luqman, die Weisheit von Luqman. Und ihr kennt Luqman, wird ja auch im Koran erwähnt. Und es gibt eine Sura, die nach ihm benannt wird. Und er wird als Luqman al-Hakim bezeichnet. Luqman, der Weise. Und es gibt einen ganzen Abschnitt im Koran über Luqman, wie er seinem Sohn Ratschläge gibt. Und wie gesagt, Suwaid sagt dem Propheten, ich habe die Weisheit von Luqman. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn fragte dann, stell mir das mal vor, was hast du denn? Und er fing dann an, ihm einige Worte von Luqman vorzutragen. Und der Prophet saß und sagte, inna hadha al-kalam hasan. Das sind gute Worte. Und dann aber, walladhi ma'i afdal min hadha. Aber das, was ich habe, ist besser als das. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Es kann auch Weisheit in anderen Kulturen geben. Also ich als Muslim darf nicht sagen, oder muss nicht davon ausgehen, dass alles, was Menschen, ja, dann sich ausgedacht haben, immer, sage ich mal, schlecht sein muss, nur weil wir an den Koran glauben. Nein, der Prophet hat selbst gesagt. Ja? Das sind gute Worte. Unser Prophet, er hat es geliebt, Gedichte zu hören. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Nur das, was ich habe, ist besser, weil es nämlich das Wort Allahs ist. Er sagte nicht, meine Worte sind besser, sondern das, was ich offenbart bekommen habe, ist besser. وَالَّذِي مَعِي أَفْضَلْ مِنْ هَذَا قُرْآنٌ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيَّ هُوَ هُدًى وَنُورٌ. Koran, der auf mich herabgesandt wurde und der Rechtleitung und Licht ist. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam begann, Verse aus dem Koran zu rezitieren und er ihn auch zum Islam einlud und er nicht abgeneigt gewesen war. Aber er sagte nicht direkt, er ist Muslim, sondern er sagte, inna hadha al-qawl hasan. Das sind gute Worte, ja, also ich muss zugeben, ja. Ich dachte, ich hätte die besten Worte, aber das, was du hast, sind wirklich gute Worte. Ja, und er ging dann, aber es wird überliefert, dass er ja, immer wieder auch Allah gelobpreist hat, aber leider ist er gestorben, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina ausgewandert ist, und zwar am Tag von Bu'ath. Was ist der Tag von Bu'ath? Der Tag von Bu'ath ist ein Tag, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja, nach Medina kam, wo die Aus und die Khazraj sich gegenseitig bekämpft hatten. Und viele auch gestorben sind von beiden Seiten. Merkt euch das, weil das ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, warum unser Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auch in Medina solch ein hohes Ansehen hatte. Und warum die Medinenser unbedingt wollten, dass auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selbst diejenigen, die nicht Muslime gewesen waren, unbedingt nach Medina kommt, weil sie nämlich einen Schlichter benötigten. Sie brauchten einen Schlichter. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sollte dann genau dieser Schlichter sein, der diese beiden Stämme miteinander vereint. Aber wie gesagt, ja, Suwaid ist wahrscheinlich als Muslim gestorben. Die zweite Person ist Iyas ibn Mu'ath. Iyas ibn Mu'ath. Und zwar kam Iyas ibn Mu'ath mit einigen Leuten der Khazraj, also das ist dieser eine Stamm, der in Medina lebte. Es gab zwei Stämme in Medina. Welche waren das? Khazraj und Aus, die sich auch bekämpft hatten an dem Tag von Bu'ath, also die Schlacht von Bu'ath. Und er kam mit ihnen, weil die Khazraj, sie suchten nämlich Unterstützung bei den Quraysh, damit sie dann mit den Khazraj gemeinsam gegen die Aus kämpften. Das war alles vor, wie gesagt, der Hijra gewesen. Woraufhin der Prophet zu ihnen ging und dann sagte, هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ. Wollt ihr etwas Besseres als das, wozu ihr gekommen seid?
Und sie fragten, was ist es? Woraufhin der Prophet sagte, Ana Rasulullahi ila al-Ibad. Ich bin der Gesandte Allahs zu den Menschen. Ad'uhum ila an ya'budullah. Ich rufe sie dazu auf, dass sie Allah anbeten. Wa la yushriku bihi shay'a. Und ihm nichts beigesellen. Wa unzila alayya al-Kitab. Und das Buch wurde auf mich herabgesandt. Das ist die Zusammenfassung der Worte, die er ihnen sagte. Und er rezitierte dann ebenfalls den Koran. Woraufhin Iyas ibn Mu'az. Und er war der Jüngste von ihnen gewesen. Er war ein kleiner Junge gewesen, vielleicht 16, 17 Jahre alt. Woraufhin Iyas ibn Mu'az dann zu den Leuten sagte, mit denen er zusammen war, هذا والله خير مما جئتم له. Das ist wirklich besser als das, wofür ihr gekommen seid. Das ist viel besser. Woraufhin dann einer von den Älteren, der hieß Abul Haysar, er nahm dann ein bisschen Sand und schmiss diesen Sand und streute ihn auf den Iyas ibn Mu'az. Und er sagte, halt dein Mund, wir haben keine Zeit für so etwas, wir sind für eine andere Sache gekommen. Iyas ibn Mu'az, er war aber so fasziniert gewesen von den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Worten, die er hörte, den Koran, dass er für sich den Islam annahm, bevor der Prophet nach Medina auswanderte. Aber auch leider er ist bei dieser Schlacht von Mu'az gefallen und gestorben. Aber es wird überliefert, dass er die ganze Zeit über immer was gemacht hat. Immer gesagt hat, Subhanallah, Alhamdulillah. Und deswegen haben sie keinen Zweifel gehabt, dass er als Muslim gestorben ist. Das bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt in Medina ankam. Und das zeigt noch einmal, es gibt Menschen, Subhanallah, deren Herzen sind weich. Es gibt Menschen, die sofort, wenn sie die Worte Allahs hören, sofort wissen, dass das die Worte Allahs sind. Es geht direkt in ihr Herz. Heute hat jemand, Alhamdulillah, ein älterer Herr bei uns in Spandau, ja, den Islam angenommen, ist Pole, ja, lebt hier in Deutschland. Und er meint, seitdem ich jetzt den Koran lese, und er hat gestern die Shahada ausgesprochen, heute hat er sich nochmal in der Moschee bestätigt, seitdem ich das mache, habe ich das Gefühl, dass eine Last vor mir ist. Eine Last, die mich die ganze Zeit belastet hat. Ja? Und er kann den Koran nur auf Deutsch und Polnisch lesen. Ja? Aber Subhanallah, er meint, ich lese jeden Tag mindestens eine Stunde. Dieses Buch fasziniert mich. Und das hat dazu geführt, dass er Muslim geworden ist. Er wohnt auch in einem Flüchtlingsheim, wahrscheinlich, ich weiß nicht, warum er dort wohnt, aber vielleicht ist er obdachlos, ich weiß es nicht, mit einem Muslim zusammen. Und der hat die ganze Zeit mit ihm Da'wah gemacht, ja, hat ihm den Koran gegeben und Alhamdulillah, ja, hat gestern die Shahada ausgesprochen. Und das zeigt noch einmal, es gibt Menschen, Subhanallah, ja, die brauchst du nur einmal anzusprechen und sie erkennen sofort die Wahrheit. Ihre Fitra ist rein. Jetzt kommen wir zu der ersten Begegnung. Der ersten Begegnung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Leuten aus Medina. Das war nicht die erste Begegnung überhaupt, das war ja schon eine Begegnung gewesen, aber die erste Begegnung, wo Menschen den Islam angenommen haben und die Botschaft sofort akzeptiert haben. Und zwar im 11. Jahr nach der Bi'tha, nach der Berufung. Geht der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf eine Gruppe von Ansar zu, von Leuten aus Medina zu, und das waren alles Leute des Stammes der Khazraj gewesen. Also alles Leute der Khazraj. Und wie viele waren das? 6, manche sagen, es waren 8 gewesen. 6 Männer. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er setzt sich zu ihnen bei Mina, an einem Ort, der heißt Al-Aqaba. Merkt euch diesen Ort, weil der wird noch heute eine wichtige Rolle spielen. Al-Aqaba. Al-Aqaba befindet sich direkt bei Mina. Direkt bei Mina. Und die Araber haben damals dort immer übernachtet, weil sie dann am nächsten Tag dann immer was gemacht haben, die 3 Säulen beworfen haben. Und auf jeden Fall gesellte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen. Und er fragte, wer seid ihr? Kommt einfach, wer seid ihr? So einfach manchmal, Subhanallah. Ja? Und sie sagten, wir sind eine Gruppe der Khazraj. Ah, ihr seid die Verbündeten der Juden, weil in Medina lebten ja in Yathrib, also wie ist Yathrib, lebten ja jüdische Stämme, wie wir noch sehen werden, inshallah. Und sie sagten, ja, richtig, wir sind die Verbündeten der jüdischen Stämme. Dann sagte der Prophet, Afala tajlisuna ukallimukum. Wollt ihr nicht sitzen, damit ich mit euch ein bisschen rede? Ja, gerne, setz dich zu uns. Und er fing dann an, sie zum Islam einzuladen. Merkt ihr immer wieder, dass sich das wiederholt?
Der Prophet geht zu irgendwelchen Leuten und lädt sie ein. Er geht einfach hin und lädt sie ein. Ich sage euch ganz ehrlich, meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, was uns häufig heutzutage fehlt, ist, dass wir einfach auf Leute zugehen und sie ansprechen. Es kann sein, dass du Leute hast, die dich ablehnen, die sagen, wer bist du denn, und zeigen dir einen Vogel. Mehr als dass sie dich ablehnen, kann nicht passieren, oder? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie dich vielleicht beleidigt oder sagt, ich habe keine Zeit, keine Lust, lass mich in Ruhe. Okay, und geht. Aber es wird immer wieder Leute geben, die dir zuhören werden. Und diese Leute kannst du damit erreichen. Ich meine, was machen denn die Zeugen Jehovas? Ich meine, die meisten Leute belächeln diese Zeugen Jehovas, oder? Aber anscheinend erreichen sie Menschen. Es gibt anscheinend Leute, die sie erreichen können. Und dementsprechend, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch manchmal auf Leute zugehen, einfach zugehen. Einfach mal Leute ansprechen, welche Jugendliche, das können auch Muslime sein. Jugendliche Muslime. Wo ich merke, die sind völlig auf einem Irrpfad. Völlig entfernt von der Religion Allahs. Dass ich einfach mal auf sie zugehe und sage, Jungs, was macht ihr eigentlich? Seid ihr nicht Muslime? Wollt ihr nicht mal in die Moschee kommen? Selbst wenn sie nicht mitkommen. Sie haben es einfach mal gehört. Wallah, ich kann mich erinnern, als ich früher noch nichts über den Islam wusste, noch gar nichts, ich habe mir im Nachhinein die Frage gestellt, warum ist nie jemand zu mir gekommen, hat mich mal angesprochen. Ich bin mir sicher, hätte mich jemand angesprochen, ja, ich hätte sofort darauf reagiert. Ich habe wahrscheinlich nur auf diesen einen Moment gewartet, Alhamdulillah, es kam dann anders. Ja, es sollte dann in Ägypten sein. Ja. Aber Subhanallah, ich bin mir sicher, hätte mich jemand angesprochen, hätte ich mir zumindest Gedanken gemacht. Zumindest mal Gedanken gemacht. Allahu a'lam, ob das denn der Grund dafür wäre, dass ich gleich anfange zu praktizieren, aber ich hätte mir sicherlich Gedanken gemacht. Und ich bin mir sicher, dass es viele Jugendliche heutzutage gibt, auch muslimisch, gerade muslimische Jugendliche. Die brauchen einfach mal jemanden, der ihnen sagt, was ist los eigentlich mit dir? Du bist doch Muslim, warum kommst du eigentlich in die Moschee? Ja, diese einfache Dawah, ich kann mich erinnern, als ich war eine Zeit lang mit den Leuten von der Jama'at Tabligh al-Da'wah unterwegs gewesen. Diese Gruppe, die immer auf die Straße geht, die Leute einfach anspricht. Ich habe selbst gesehen, Leute, die Alkohol getrunken haben, ja, die sogar betrunken waren mit einer Alkoholflasche oder Dose in der Hand, Bierdose, die haben wir angesprochen. Und es gab Leute, die sind mit uns in die Moschee gekommen, die haben ihren Rausch in der Moschee ausgeschlafen. Und Subhanallah, wir haben sie erreicht teilweise. Manchmal haben wir auch einfach an der Tür geklopft. Sind einfach hingegangen, geklopft, das haben wir gesehen, muslimischer Name, geklopft oder geklingelt unten, hochgegangen, kurz ein paar Worte erzählt. Die dachten immer, wir wollen spenden, haben gesagt, nein, wir wollen kein Geld. Wir wollen euch nur kurz sozusagen einladen in die Moschee. Wir haben nämlich nach dem Maghrib-Gebet haben wir eine Sitzung, ja, kommt doch einfach dazu. Die meisten sagen nein, aber es gibt immer welche, die sagen ja. Und diese Leute kannst du erreichen. Manchmal muss das so sein. Es gibt viele Leute, die so gearbeitet haben. Ja? Beispielsweise, nehmen wir mal jemanden, ja? Hassan el-Benna. Ja, der Begründer der Muslimbruderschaft. Ja, unabhängig jetzt von dieser Gruppe. Ja? Aber einfach mal nur, damit uns das klar wird. Ja? Wie hat er 1928 diese Gruppe, seine Gruppe gegründet? Wie war das gewesen? Er hat die Leute in Cafés angesprochen. Er ist in Cafés gegangen, hat ihnen gesagt, ich möchte kurz was erzählen. Und er hat Leute aus den Cafés gewonnen, die dann an seiner Seite gestanden haben. Und er hat dann die Muslimbruderschaft gegründet mit 6 Leuten. Das waren nicht Leute aus der Moschee gewesen, das waren Leute aus Cafés gewesen. Muss man sich mal vorstellen. Ja? Ich sage jetzt nicht, lass uns, wie es einige machen, wir gehen in ein Café und sozusagen errichten dort ein Kalifat. Ja, das meine ich nicht damit. Ja, wie es einige machen. Ja? Und dann denken, dass sie was Großes machen. Das meine ich nicht, dass ich hier sitzen soll. Nein, ich gehe aber hin. Manchmal muss das sein, dass ich einfach vielleicht mal hingehe und sage, Assalamu alaikum, wer seid ihr? Ja? Kommt doch mal mit in die Moschee. Ich darf nicht die Leute aus der Moschee ins Café bringen, sondern ich muss die Leute aus dem Café in die Moschee bringen. Das ist meine Aufgabe. Und das ist unglaublich wichtig, meine lieben Geschwister im Islam. Unglaublich wichtig, dass wir auch einfach diesen Mut haben, manchmal Leute einfach anzusprechen. Und auf jeden Fall, wie gesagt, das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer wieder getan. Und subhanallah, diesmal sollte es die richtige Gruppe gewesen sein, die nicht nur die Situation für die Muslime verändert hat, sondern die gesamte Weltgeschichte verändert hat. Die gesamte Weltgeschichte. 6 Leute, zufällig angesprochen. Er geht hin, spricht 6 Leute an. Und diese 6 sind der Kern für die Veränderung der gesamten Weltgeschichte. Allahu Akbar. Du weißt nicht, wen du ansprichst. Du weißt nicht, mit wem du da machst. Du weißt nicht, was aus dieser Person wird.
Und auf jeden Fall haben sie dann die Worte gehört und haben sich gegenseitig angeguckt und gesagt, Leute, also auf gut Deutsch gesagt, ja, also jetzt wörtlich, also ja, kaum, oh Volk, ja, also ja, auf gut Deutsch, Leute, wisst ihr was? Das ist der Prophet, von dem immer die Juden gesprochen haben. Die Juden bei uns in Medina, die haben immer wieder über einen Propheten gesprochen, der kommen wird. So sollen sie euch nicht zuvorkommen. Lasst uns ihnen zuvorkommen. Wir sind die Ersten, die an ihn glauben, an diese Propheten. Und zuvor, sie haben den Islam angenommen. Sie haben den Islam angenommen, weil sie gehört hat, und das ist auch ein Grund dafür, dass die Leute aus Medina so schnell den Propheten akzeptiert haben, weil die Juden die ganze Zeit in Medina immer wieder über einen Propheten gesprochen haben und gesagt haben, das ist die Zeit des Propheten, auf den wir die ganze Zeit warten. Seine Zeit ist, und wir warten nur auf ihn. Und ich habe mal gehört, ich bin mir aber nicht sicher, das muss man wirklich nochmal nachprüfen, ja? Ich habe mal, oder besser gelesen, ja, dass auch gerade ein Teil der Juden nach Yathrib gezogen ist, weil sie nämlich geglaubt hatten, dass an diesem Ort ein Prophet erscheinen wird. Aber diese Information müsste man nochmal wirklich überprüfen, ob das wirklich historisch belegbar ist oder nicht. Also ich bin mir sicher, dass ich das gelesen habe, aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern das wirklich historisch belegbar ist, dass sie aus diesem Grund sich dort niedergelassen haben. Aber das könnte ein Grund sein. Und wie gesagt, Allah Ta'ala, er spricht ja auch davon, dass sie auch immer wieder den arabischen Stämmen drohten und sagten, wartet mal ab, bis unser Prophet kommt, dann werden wir euch alle fertig machen. Dann werden wir euch alle fertig machen und den Erdboden gleich machen. Und auf jeden Fall haben sie den Islam angenommen. Und es waren 6 Leute gewesen. Wer waren diese 6 Leute? Einmal, und dieser Mann spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, deswegen merkt euch ihn, und zwar As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara, merkt euch diesen Mann. Er hieß auch Abu Umame, As'ad ibn Zurara. Die anderen 6 erwähne ich nur beim Namen. Auf ibn al-Harith, Rafi' ibn Malik, Qutba ibn Amr, Uqba ibn Amr und Jabir ibn Abdillah. Diese 6, sie kehrten jetzt nach Yathrib zurück. Sie kehrten nach Yathrib zurück und sie haben dann angefangen, dort vom Propheten zu erzählen. Sodass es kein Haus gab in Medina, was nicht zumindest mal vom Propheten Muhammad und seiner neuen Botschaft, dem Islam, gehört hat. Sie waren so überzeugt gewesen von dieser Botschaft. Wie überzeugend muss unser Prophet gewesen sein zu Hause? Dass Menschen nur durch einmal Sitzen so überzeugt sind, dass sie bereit sind, diese Botschaft einfach zu verbreiten. Wie mit den Dschinn, wie wir letztes Mal erzählt haben oder vorletztes Mal. Ja? Sie haben einmal den Koran gehört und sind sofort zu ihrem Volk gegangen. Diese Botschaft überzeugt. Und auf jeden Fall haben sie dann Da'wa gemacht. Und im nächsten Jahr kamen sie zurück, aber diesmal waren es nicht mehr 6 gewesen, sondern es waren insgesamt 12 Männer gewesen. 12 Männer gewesen, und zwar im 12. Jahr, welche dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht nur einfach sagten, dass sie jetzt Muslime sind, sondern welche noch etwas anderes machten. Und zwar etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Sie schworen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen Treueeid. Wie nennen wir das auf Arabisch? Bay'ah. Eine Huldigung. Sie huldigten dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Warum hat das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht bei den anderen Leuten gemacht? Was ist der Grund? Warum macht der Prophet zum allerersten Mal so etwas, dass er sie huldigt und von ihnen einen Treueeid entgegennimmt und von ihnen das verlangt? Was ist der Grund? Was ist der Unterschied zwischen den Leuten, die in Mekka Muslime geworden sind, wo keine Bay'ah gemacht wurde, und zwischen jetzt diesen Muslim? Warum tut das der Prophet so aus? Was würdet ihr sagen? Muss ja einen Grund haben. Muss ja einen Unterschied geben. Wie weit weg vom Professor? Ja, und was hat es damit zu tun, dass sie weit weg sind?
Iyas ist auch Muslim geworden, er hat auch keine Bay'ah gemacht. War auch weit weg. Ja? Ich wollte eine Absicherung haben, dass er Medina... Ja, es geht ja um was anderes. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Muslime sind. Sondern er wollte ja dorthin auswandern. Er wollte dorthin auswandern. Und dementsprechend brauchte er Sicherheit, dass wenn er dorthin auswandert, dass er an einen Ort auswandert, wo die Leute auch wirklich bereit sind, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu empfangen und zu beschützen und sich für seine Botschaft einzusetzen. Und bei dieser ersten Huldigung, bei dieser ersten Bay'ah, gab es einen Unterschied zur zweiten, wie wir nachher noch sehen werden, inshallah ta'ala. Diese 12 Männer, von denen 10 von den Khazraj waren und 2 von den Aus, also sie haben es auch geschafft, über ihren Stamm hinaus mit ihrem verfeindeten Stamm auch Dauer zu machen. Und das zeigt, dass die Botschaft des Islam keine Stammesbotschaft ist, sondern die Botschaft des Islam ist vom ersten Moment an eine globale Botschaft gewesen für alle Menschen auf dieser Welt. Diese 12 Leute, die mussten jetzt was tun? Sie mussten jetzt einen Treueeid schwören. Und dieser Treueeid, den sie dann auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber schworen, dieser Treueeid wird genannt Bay'at an-Nisa. Bay'at an-Nisa. Die Huldigung der Frauen. Warum? Der Grund hierfür ist, wie wir gleich sehen werden, dass es genau solch eine Huldigung auch im Koran gibt, in Surat Al-Mumtahina oder Al-Mumtahana, beides ist richtig, ja, wo Allah subhanahu wa ta'ala von den Frauen, die nach Medina auswandern, als der Prophet schon in Medina gewesen war und die Muslime werden wollten, genau auch diese Sachen verlangt hat. Aber was hat er nicht von ihnen verlangt, weil sie halt Frauen sind? Ja? Nämlich den Kampf. Er verlangte von ihnen nicht zu kämpfen. Ja? Das verlangte er nicht von den Frauen, das verlangte er nur von den Männern. Und da er hier in dieser Huldigung nicht verlangte, dass sie kämpfen müssen und ihn auch sozusagen mit ihrem Leben verteidigen müssen, wird dieser Bay'ah als Bay'at an-Nisa bezeichnet. Die Huldigung der Frauen. Und zwar, wie es überliefert wird, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es Ubadah ibn Samit überliefert, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann, oder er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann von ihnen folgenden Schwur oder Treueeid abverlangte. Und zwar, ala alla nushrika billahi shay'a, dass wir Allah niemanden zur Seite stellen. Wala nasriq, und nicht stehlen. Wala nazni, und keine Unzucht begehen. Wala naqtul awladana, und unsere Kinder nicht töten. Wala na'ti bi buhtanin, naftarihi min bayni aydina wa arjulina. Und dass wir nicht eine Lüge ersinnen, sozusagen von uns aus, wala na'sihi fi ma'ruf, und dass wir ihm sozusagen nicht ungehorsam sind im Guten. فَإِنْ وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةِ, solltet ihr euch daran halten, so erhaltet ihr das Paradies. وَإِنْ رَشَّيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَمْرُكُمْ إِلَى اللَّهِ, und solltet ihr euch nicht daran halten, dann ist eure Angelegenheit, liegt dann eure Angelegenheit bei Allah. إِنْ شَاءَ غَفَرْ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبْ, wenn er möchte, kann er verzeihen und wenn er möchte, kann er euch dafür bestrafen. Ich finde eine Sache interessant, sehr, sehr interessant. Ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, was der Prophet von ihnen verlangt hat. Was hat er denn von ihm verlangt, im Grunde genommen? Er hat eigentlich von ihnen nur das verlangt, was er von jedem Muslim verlangt. Nicht mehr. Was ist jetzt aber jetzt dann eben so besonders? Warum dann extra dieser Treueeid? Diejenigen, welche das Fundament darstellen für die neue Gesellschaft, die neue muslimische Gesellschaft und den neuen muslimischen anstehenden Staat, oder das Staatsgebilde, diejenigen, die das Fundament bilden, müssen stark sein in ihrem Glauben und müssen vorbildlich sein in ihrem Verhalten. Und deswegen hatten wir auch letztes Mal gesagt, in der letzten Woche, als wir über den Isra und Mi'raj gesprochen haben, was war unter anderem eines der Gründe für den Isra und Mi'raj? Dass Allah Ta'ala Menschen in Versuchung bringen wollte. Um auszusieben, wer ist standhaft, wer ist nicht standhaft. Wer ist ein wahrer Gläubiger, wer ist schwach in seinem Glauben.
Weil jetzt eine neue Phase beginnt. Und in dieser neuen Phase können keine Menschen gebraucht werden, die schwach sind. Sondern sind was für Menschen vonnöten? Menschen, die fest in ihrem Glauben sind. Und die vorbildlich sind. Und ich kann nur dann fest in meinem Glauben sein, wenn ich vorbildlich bin. Was ist eines der größten Probleme, was wir heutzutage haben? Wir haben ein Imageproblem als Muslime. Wir haben Moscheen, wir sind Muslime, aber wir halten uns nicht daran. Wir haben kein Problem, den Staat zu bestehlen, kein Problem. Wir haben sogar kein Problem, als Muslime teilweise wirklich zu klauen. Und dann sagen wir, wir sind Muslime. Immer wieder, ich hatte erst letzte Woche wieder ein Gespräch mit einer Nicht-Muslimin, die sich für den Islam interessiert hat, die noch, sage ich mal, das erste Mal in Kontakt kommt mit Muslimen. Und die auch sagt, ja, ich sehe aber immer genau das Gegenteil von dem, was sie hier behaupten. Sie sagen, der Islam ist so und so und so, aber alles, was ich sehe um mich herum, ist genau umgekehrt. Wir haben ein Imageproblem. Und deswegen diejenigen, auf denen diese neue Gesellschaft gründen soll, müssen Vorbilder sein. Weil sonst fällt das Gebäude in sich zusammen. Und deswegen hat der Prophet Sosen das von ihm verlangt. Diese 12 waren die Grundlage. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er schickte sie aber nicht allein zurück. Sondern wen schickte er mit ihnen? Er schickte den sogenannten Muqri, der Leser. Und wer ist dieser Muqri gewesen? Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, oh. Mus'ab ibn Umair ist ein unglaublicher Mann gewesen. Ein junger Mann. Und wir schließen ab mit einer Geschichte, inshallah, bevor wir zu dieser zweiten Aqaba kommen. Und zwar, Mus'ab ibn Umair, er kam bei wem unter? Ich hatte euch vorhin gesagt, ihr sollt euch einen Namen merken. Welcher Name ist das gewesen? As'ad ibn Zurar, Abu Umama. Bei wem kam er unter? Bei As'ad ibn Zurar. Das waren beides Jugendliche gewesen. Und das zeigt noch einmal, ja, der Islam, er baut auf der Jugend auf. Und stützt sich auf die Jugend. Und er kam bei ihm unter. Und was machten sie? Sie hatten jetzt eine Aufgabe gehabt, den Islam in Medina zu verbreiten. Und sie gaben sich Mühe. Und sie gingen mit viel Weisheit voran. Udu'u ila sabili rabbika bil hikma. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit auf. Und sie haben sich Gedanken gemacht, wen können sie einladen und wie können sie ihn einladen. Und wir haben jetzt hier eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar die Geschichte von Usayd ibn Hudayr und Sa'd ibn Mu'adh. Beides Männer, und zwar Anführer des Stammes der Banu Abd al-Ashhal. Das ist ein Stamm in Medina gewesen, ja? Der dem Banu, sozusagen, der wurde genannt Banu Abd al-Ashhal. Und auf jeden Fall, As'ad ibn Zurar war verwandt gewesen, mütterlicherseits, mit dem Sa'd ibn Mu'adh. Die waren verwandt gewesen miteinander. Und auf jeden Fall saßen sie dann zusammen mit einer Gruppe von dem Banu Abd al-Ashhal, auch sozusagen dort, wo ihre Wohnstätten waren, in Medina, und sie redeten mit ihnen. Natürlich hat sich schon in Medina verbreitet, da gibt es eine neue Religion, einige Leute haben diese Religion angenommen, da ist jemand aus Mekka, aber sie wussten noch keine Einzelheiten. Usayd ibn Hudayr und Sa'd ibn Mu'adh waren beides Stammesführer gewesen. Von diesem Stamm der Banu Abd al-Ashhal. Und sie beobachteten jetzt, dass die beiden, Mus'ab ibn Umair und As'ad ibn Zurar, mit Leuten von ihrem Stamm zusammensaßen. Und sie sagten, was machen die da? Die sorgen hier für Unruhe. Sa'd ibn Mu'adh sagte zu Usayd ibn Hudayr, ich kann mit ihm nicht reden. Warum? Weil er ist mein Verwandter, er ist mein Cousin. Also geh du mal hin und guck mal, was sie machen und versuche sie davon abzuhalten. Woraufhin er sich dann auf den Weg machte zu den beiden. Wer sah sie natürlich kommen, auf sie zukommen? Mus'ab ibn Umair und As'ad. Woraufhin As'ad ibn Zurar zu Mus'ab ibn Umair sagte, هذا سيد قومه, das ist der Anführer seines Volkes. وقد جاءك, und er ist zu dir gekommen, فاستق الله فيه, so sei aufrichtig gegenüber Allah auf ihn bezogen. Versuch ihm dein Bestes zu geben. Mus'ab sagte daraufhin, sollte er sich setzen, dann werde ich mit ihm sprechen. Ganz wichtig. Sollte er sich setzen, dann werde ich mit ihm sprechen. Ich bin hier immer noch ein Gast.
Ich muss darauf achten, wie ich mich verhalte. Ich kann nicht einfach zu den Leuten gehen, sondern ich bin ein Gast. Sollte er sich setzen und zuhören, dann bin ich bereit, mit ihm zu reden. Woraufhin er dann kam und er stand vor den beiden. Sie saßen, er stand. Und er sagte, Ma ja'a bikuma tusaffihani du'afa'ana. Was ist los mit euch? Was macht ihr hier? Wollt ihr hier unsere einfachen Leute, unsere törichten Leute, also die Jüngeren, ja, wollt ihr sie in die Irre führen? I'tazilana, in kanat lakuma bi anfusikuma haja. Geht weg, also haut ab, mit anderen Worten, ja, wenn ihr noch glaubt, dass ihr sozusagen euch braucht, also wenn euer Leben euch lieb ist, auf gut Deutsch gesagt, wenn euch euer Leben lieb ist, dann haut lieber ab, weil sonst werde ich euch hier noch bestrafen oder euch töten oder weiß ich was machen. Guck mal jetzt, subhanallah, der hier. Sie haben ein Ziel. Musab sagte daraufhin ganz ruhig zu Usayd ibn Hudayr, Awa tajlis fatasma, willst du dich nicht erstmal setzen und zuhören? Fa'in radite amran qabiltahu, sollte es dir gefallen, dann kannst du es annehmen. Wa'in karihtahu kuffa anka ma takra. Und solltest du es nicht mögen, so kannst du immer noch uns vertreiben, wenn es dir nicht gefällt. Usayd überlegte kurz und sagte ernsthaft, ja, richtig, du hast gute Worte. Hast recht. Er kam auch mit seiner Harbe, mit seinem Speer, also extra sozusagen, hat sich aufgebauscht, ja, hat dann sozusagen seinen Speer in den Boden gerammt, hat sich hingesetzt. Mus'ab fing an, über den Islam zu sprechen und hat dann angefangen, auch den Koran zu lernen. Er hat von seinem Propheten gelernt. Der Prophet hat genau das gemacht. Er hat immer etwas aus dem Koran rezitiert. Und deswegen ganz wichtig, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Da'wah. Manche sagen, der Koran ist doch zu früh für die Leute sollten noch nicht selbst den Koran lesen. Doch, lasst die Leute den Koran lesen. Selbst wenn es die Übersetzung ist, selbst wenn sie nicht alles verstehen, lasst den Koran auf die Menschen wirken. Es ist das Wort Allahs und sei dir sicher, es bewirkt etwas. Sei dir dessen sicher. Hab keine Angst, die Menschen, inshallah, die werden damit schon umgehen können. Und sie werden sich Fragen stellen, sie werden vieles nicht verstehen. Aber wichtig ist ja nicht, dass sie gleich alles auf Anhieb verstehen. Wichtig ist, dass sie erst einmal Zugang bekommen zu den Worten Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, jedes Mal, wenn du Da'wah machst, versuch auch den Koran zu verwenden. Woraufhin dann beide gesagt haben, Wallahi, la'arafna fi wajhihi al-Islam qabla an yatakallam fi ishraqihi wa tasahulihi. Bei Allah, wir haben in seinem Gesicht den Islam erkennen können, bevor er überhaupt irgendwas gesagt hat. Dadurch, dass sein Gesicht angefangen hat zu leuchten. Ja, erstmal kommt er richtig sauer und dann hört er den Koran und seine Gesichtszüge verändern sich. Ja, und er fängt an zu lächeln und nachzudenken und plötzlich ist ein gewisses Licht in seinem Gesicht zu erkennen. Und wir haben gesehen, dass er Muslim ist, bevor er überhaupt gesagt hat, Muslim zu sein. Und er sagte daraufhin, Usayd ibn Hudayr, Ma ahsan hadha kalam, wa ajmala. Wie schön doch diese Worte sind. Was sind das für schöne Worte? Kayfa tasna'una idha aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din? Was tut man, um in dieser Religion beitreten zu können? Woraufhin sie sagten, Taghtasil, geh dich erstmal duschen, ja, fatatahhar und reinige dich. Wa tutahhir thawbayka, und dass du deine beiden Gewänder, also dein Obergewand und dein Untergewand reinigst. Thumma tashhad shahadat al-haq. Und dann bezeugst du das Zeugnis der Wahrheit. Thumma tusalli. Oh, gleich. Und dann betest du. Von vornherein beten. Und deswegen das allererste, was wir den Menschen beibringen, ist was? Das Gebet. Nicht Meinungsverschiedenheiten. Nicht, du musst noch dich beschneiden lassen. Und übrigens, du musst auch noch das Kopftuch tragen. Ach so, wenn du verheiratet bist als Schwester und du willst Muslime, dann musst du dich von deinem Mann trennen. Nein! Erstmal beten. Das ist Nummer eins, die Grundlagen. Wisst ihr, was manche vom ersten Moment an bekommen, wenn sie Muslim werden? Das ist sogar hier in Dar es Salaam passiert. Das ist gerade Muslim geworden, geht raus, dann kriegt er ein Heft in die Hand gedrückt und da steht drauf, Nawaqid al-Islam. Also wie man den Islam verlässt. Allahu Akbar, ist gerade Muslim geworden, du zeigst ihm, wie man den Islam wieder verlässt. Und er ist auch wieder von abgefallen, wo ist er wirklich? Subhanallah. Ja, das Erste, was er bekommt, Nawaqid al-Islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Und auf jeden Fall, ja, hat er das dann gemacht. Und er hat die Shahada ausgesprochen und hat zwei Rak'a gebetet. Und dann sagte er zu ihm, Subhanallah. Er sagte, Inna wara'i rajulan. Hinter mir ist ein Mann. Er meinte damit Sa'd ibn Mu'adh, sein Freund.
in taba'akuma lan yatakhallaf anhu ahadun min qawmi. Da wird kein einziger von seinem Volk den Islam nicht annehmen. Wa sa'ursiluhu ilaykum an, und ich werde ihn zu euch schicken, aber mit einer List. Jetzt gucken wir, was er für eine List angewandt hat. Er ging dann wieder zurück. Naja, wie gesagt, Usaid ibn al-Hudayr, der wurde geschickt, um ihm mal sozusagen zu sagen, wo es lang geht. Und jetzt kehrt er als Muslim zurück, aber er hat sich das nicht anmerken lassen. Aber Sa'd schaute ihn an und sagte, Ahlifu billah. Er hat mit anderen Leuten zusammengesessen. Ich schwöre bei Allah, laqad ja'akum Usaid ibn al-Hudayr bi ghayri al-wajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum. Usaid ibn al-Hudayr kommt mit einem anderen Gesicht zurück, als er gegangen ist. Ja, irgendwie sieht er jetzt anders aus. Also irgendwas ist nicht normal. Woraufhin er dann sozusagen ihn fragt, was hast du gemacht? Und er sagt, ja, ich habe mit den beiden Leuten gesprochen und es ist eigentlich nichts Schlimmes. Und ich habe ihm gesagt, die sollen hier endlich weggehen und die sollen das nicht weitermachen. Und sie haben sich daran gehalten. Aber ich habe gehört, dass du Bani Haritha, er hat sich jetzt eine Lüge ausgedacht, ja, dass die Bani Haritha, die Banu Haritha, vorhaben, As'ad ibn Zurara, also deinen Cousin, zu töten. Warum? Ja, weil er nämlich dein Cousin ist und sie dir etwas auswischen wollen. Woraufhin Sa'd sauer wurde. Ja? Und er ging dann zu den beiden, um sie zu unterstützen, und nahm seinen Speer mit und ging dann auf sie, ja, zu. Aber er sah, dass sie ganz normal saßen, ohne Angst zu haben. Und er merkte, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Und er stand dann vor ihnen und sagte dann zu As'ad ibn Zurara, Wallahi ya Aba Umama, laula ma baini wa bainaka min al-Qarama, ma rumta hadha minni, bei Allah, o Abu Umama, also o As'ad ibn Zurara. Wären wir nicht miteinander verwandt, dann hättest du das von mir, dann hättest du zwar zu mir jetzt nicht bekommen, dass ich zu dir komme extra, ja, um dich zu beschützen. Und dann sagte er, Tarati atakhshana fi darina bima nakra, kommst du etwa zu uns mit einer Sache, die wir nicht mögen? Und auch hier wieder hat dann Es hat gesagt, gib dir Mühe bei ihm. Und genau dasselbe wieder. Hör doch erstmal zu, setz dich zu uns. Und er setzte sich und er erzählte ihm vom Islam. Und er fing an, den Koran zu rezitieren. Und wieder haben sie gesagt, und bei Allah, wir konnten den Islam in seinem Gesicht sehen, bevor er überhaupt Muslim wurde. Sein Gesicht hat sich plötzlich verändert. Ja? Plötzlich so, ah, Licht in seinem Gesicht. Und genau dasselbe. كيف تصنعون اذا انتم اسلمتم was tun sollen tun um Muslim zu werden, und ich möchte diese Religion annehmen. Und sie erzählt ihm wieder dasselbe, und er betet zwei Raka, hat die Shahada ausgesprochen, und er kehrt dann zurück zu seinem Volk. Und was sagt er dann zu ihnen? Sie sagen erstmal, er hat ein anderes Gesicht, irgendwas hat sich geändert. Woraufhin er sagte, ya bani abd al-ashhal, o Kinder abd al-ashhals, كيف تعلمون أمري فيكم؟ Welche Stellung habe ich unter euch? Sie sagten, سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. Du bist der Beste, du hast die beste Meinung, die höchste Stellung. Und dann sagte er, فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. Knallhart. Ja, das ist auch so Tobu Da'wa. Ja? Ja? Also, ich werde weder mit euren Männern noch mit euren Frauen reden. Es ist haram für mich, mit euch zu reden, bis ihr nicht an Allah und den Gesandten glaubt. Und sie sagten daraufhin, فَوَاللَّهِ und er sagte daraufhin, فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَرِ رَجُلٌ وَلَا مُرَأَ إِلَّا مُسْلِمًا أَوْ مُسْلِمًا. Und am selben Tag haben alle die Religion angenommen, weil sie ihm so vertraut haben, subhanallah. Sie haben auch gar nicht verstanden, worum es geht, aber sie haben die Religion angenommen. Manchmal ist das so. Es gibt Menschen, die nehmen den Glauben an aus einem anderen Grund und werden dann später aufrichtig im Glauben. Das kommt häufig vor. Manche mögen sich wundern, wie kann das denn sein? Man muss doch überzeugt sein. Natürlich sollte man überzeugt sein. Aber es gibt viele Wege, die zu Allah führen. Und manchmal ist das auch ein Weg. Ich kenne viele Leute, die Muslime geworden sind, nur weil sie heiraten möchten. Und subhanallah dann daraufhin aufrichtige Muslime geworden sind. Es gibt natürlich auch andere Fälle, gar keine Frage. Ja? Aber bei manchen Menschen ist das der Grund, weshalb sie sich dann für den Islam entscheiden und auch gefestigt Muslime sind. Und bei ihnen war das so gewesen. Es gab nur einen einzigen Mann, der den Islam nicht angenommen hat. Dieser Mann hieß Al-Usayrim. Wann ist Al-Usayrim Muslim geworden?
Al-Usayrim, er hieß ursprünglich Amr ibn Thabit ibn Waqsh. Al-Usayrim ist Muslim geworden am Tag von der Schlacht von Uhud. Und er hat sich gleich beteiligt an der Schlacht und ist während der Schlacht von Uhud gefallen. Und der Prophet hat daraufhin gesagt, Amila qalila wa ujira kathira. Er hat wenig getan, aber hat hohen Lohn bei Allah bekommen. Und wenn du jemanden wissen willst oder kennen willst, der noch nie eine Sajda gemacht hat, sich noch nie vor Allah niedergeworfen hat, aber trotzdem im Paradies ist, dann weißt du, wer es ist? Al-Usayrim. Er hat nicht einmal gebetet, aber ist inshallah im Paradies, wie es uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und immer wieder hat Abu Huraira die Leute gefragt, damals gab es auch wahrscheinlich unter den Sahaba Quizzes, und er hat dann immer wieder gefragt, Hadithuni an rajulin dakhala al-jannah lam yusalli salatan qat. Erzählt mir von einem Mann, der das Paradies betreten wird, ohne einmal gebetet zu haben. Und wenn die Leute dann nicht antworten konnten, sagte er Al-Usayrim. Also jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr jemanden sozusagen eine Quizfrage stellen wollt, dann müsst ihr ihm nur diese Frage stellen. Ja? Nennt mir einen Mann, der noch nie gebetet hat, aber das Paradies betritt, ja? Könnt ihr sagen Al-Usayrim, inshallah ta'ala. Genau. Wie es jetzt weiterging und wie es dann zu der zweiten Bay'ah, zu der zweiten Huldigung kam, das werden wir inshallah ta'ala dann in der kommenden Woche besprechen. Bi'iznillahi azza wa jal.